Liebe Investierte, liebe Interessierte, nun haben wir es also hinter uns gebracht. Das Horrorhalbjahr, wie es ja so häufig genannt wurde. Woher kommt der Name? Naja, wir haben eben sehr, sehr schlechte Kursentwicklungen an den Kapitalmärkten gehabt. Aber wie schlecht die gewesen sind, das möchte ich mit Ihnen gerne mal einordnen. Ich nehme dafür als Referenz den Standard & Poor's Index 500. Das ist der weltweit der größte und der wichtigste Aktienindex. Und er wurde eben auch über die letzten 100 Jahre und mehr überhaupt berechnet, weil eben auch gehandelt wurde, also auch in Kriegszeiten, sodass wir also das wirklich mal einsortieren können. Und wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, also dieses Jahr 2022 hat im ersten Halbjahr Verluste von über 20% gebracht. Dass wir überhaupt so große Verluste haben, da müssen wir also schon sehr, sehr stark zurückgehen. Über 50 Jahre, die wir zurückgehen müssen, um überhaupt diese Größenordnung zu haben. Und man muss eben dazu sagen, es ist zwar das fünftschlechteste erste Halbjahr der letzten 100 Jahre, aber so viel besser sind das viert- oder dritt- oder auch das zweitschlechteste Halbjahr nicht. Eine Ausnahme bildet nun das allerschlechteste Halbjahr. Aber abgesehen davon, wir stehen also wirklich sehr, sehr schlechter. Naja, nun ist es eben so, dass es ein breit gestreuter Index und dem kann man sich ja vielleicht entziehen. Und da gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, man sollte sich eben auf diese Sachen setzen, die eben von der zukünftigen Veränderung profitieren, die von den Technologieveränderungen profitieren. Disruptiv ist da der Begriff, der gerne benutzt wird. So, und da gibt es eben sogar eine Fondsmanagerin, Cathy Wood heißt sie, die hat sich sogar darauf konzentriert, nur diese Titel zu haben. Sie hat viele Schlagzeilen produziert und die Aktien der Cathy Wood, weil sie eben Amerikanerin ist, sind eben die Wood Stock. Die Aktien der Cathy Wood und die sind ja eben auch toll gelaufen. Wenn wir uns das aber mal im Detail dann da anschauen, stellen wir eben fest, also im vergangenen Jahr, gut, mit dem Zusatz von 2020 können wir das nochmal großzügig irgendwie als Seitwärtsbewegung anschauen, bevor dann eben mit Beginn dieses Jahres, so wie das hier ja auch avisiert wurde, dann die Wahrnehmung sich doch deutlich geändert hat und dass wir eben deutliche Kursverluste hatten, eben in diesen Aktien, die sehr stark auf die Zukunft setzen. Wie stark das gewesen ist, wollen wir nochmal sagen, also je nachdem, wann die Anleger eingestiegen sind, konnten sie also dort Kursverluste von über 70% dort mussten sie einkassieren. Das zeigt dann eben auch, die Technologie und die Zukunft ist eben bitte auch nur mit Einschränkungen wahrnehmbar. Wie konnte man sich davor schützen? Naja, also wir haben eben die Situation, dass man gesagt hat, dafür gibt es ja Anleihen, die dann eben das Ganze auf Nummer sicher darstellen. Ich möchte Ihnen das aber mal zeigen. Ich habe hier eine Anleihe, eine Staatsanleihe Österreich, also die beste Bonität, die man derzeit bekommen kann. In diesem Jahr sind die Zinsen gestiegen, aufgrund dessen sind die Anleihen im Kurs deutlich gefallen. Nur wie stark das gewesen ist. Auch hier haben wir Kursverluste, je nachdem wann die Anleger eingestiegen sind, die über 70% ausgemacht haben. Zugegeben, die Laufzeit der Anleihe ist eine sehr lange, aber dafür gab es ja immerhin noch Zinsen. Wobei, ich bin nicht so ganz sicher, ob 0,85% Zinsen tatsächlich ein Trostpflaster dafür darstellen, wenn man Kursverluste von über 70% hat. Und das wohlgemerkt bei der allerbesten Bonität, die am Markt dasteht. Naja, das sind eben die Rückschau, da haben wir eben dieses Horrorhalbjahr her. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, finde ich das eben schon mal ganz interessant. Also das ist eben dieses, sind die ersten Halbjahre, wie es dann das zweite Halbjahr gelaufen ist. Und das finde ich eben schon bemerkenswert, dass das zweite Halbjahr dann durchgängig ein positives Halbjahr gewesen ist. Durchgängig. Das Ausmaß ist unterschiedlich stark. Natürlich dort besonders große Gewinne, wo es vorher auch deutlich nach unten gegangen sind. Ansonsten aber die anderen Jahre unterschiedlich stark. Im Durchschnitt sind es ungefähr 15%, die plus gewesen sind, die natürlich nicht das ausgleichen, was wir im ersten Halbjahr minus gemacht haben. Das gilt aber für all diejenigen, die eben über 20% Minus drin haben. Und deswegen ist es eben so entscheidend, dass man das irgendwo eingrenzen konnte. Und für diejenigen, die bei, wie bei uns eben Kursverluste von 10% oder eben einstellige prozentuale Kursverluste erlitten haben, die haben durchaus die Chance, dieses Jahr am Ende sogar positiv gestalten zu können. Es ist eine Chance, keine Garantie. Wie es genau weiterlaufen wird, werden wir sehen. Wichtig war jetzt erst einmal, die Kursverluste eingegrenzt zu haben. Aber dies war einmal mehr für den Augenblick ein
Kurzer Überblick, behalten Sie den Weitblick.